Ja, bei Zweier BMW denke ich persönlich leider an diesen, ich muss sagen, grässlichen Active Tourer. Das ist ja so ein bisschen so ein Opa-Familienauto, Frontantrieb, oh Gott, oh Gott. Aber der kann uns retten. Das ist das M240 EQP, ganz neu. Der kostet 56.000. Da ist eine Menge drin, was das Auto mächtig schnell macht. Und in dieser Preisliga sind wir mit dem zusammen, dem Cayman, als Basismodell fast genauso teuer. Die beiden sind ähnlich. Die werden wir hier rannehmen. Ich bin super gespannt, weil das ist ein cooles Duell. Autobild befährt den Trockenhändekurs, zwei Personen. Ja, ich könnte sagen Basismodell, das wäre natürlich super gemein. Es ist der Cayman mit dem kleinen Motor. Vierzylinder, klingt erstmal vom Sound her nicht doll und auch vom Prestige her auch nicht so berauschend. Aber ist halt so, mit einem Turbo, einen Lader, das reicht hier für 300 PS. Aber er hat trotzdem was Feines, was Fahrmaschiniges. Da brauche ich gar nicht viel fahren. Und er ist natürlich schwächer als der BMW. Ob das denn reicht? Mit dieser Strecke ist ja ein bisschen über 3 Kilometer lang. Ob du den in engen Kurven, so viele gibt es ja auch nicht davon, so ein BMW dann so viel gut machst mit seiner Leistung, müssen wir am Ende mal gucken. Also speziell in diesem Vergleich ist das ist der Sportwagen und von den beiden. Allein schon dieses Mittelmotor-Layout, dieses ganz flache, dieses gebaute, auch wirklich schnell fahren und letzte Rille fahren, was ja jeder Porsche kann. Und der BMW ist natürlich ein Zweier-Coupé, den es auch als Diesel gibt. Der ist, ich nenne es mal despektierlich, umgebaut, aber das, was man haben will, dieses rassige, feinnervige, echt sportwagenmäßige, das hat der Porsche natürlich per se mehr. Also ich sitze im Auto selbst nicht besonders flach, da ginge noch mehr in so einem GT-Auto oder so, aber flach über der Straße, weil das ganze Auto ist ja kein hochbeiniges Wesen. Und dies sozusagen im Sitzlayout, Lenkung, Lenksäule, Sitzposition, das ist super sporty, gibt es kein Reden. Und dieses Lenkgefühl hast du auch schon nach wenigen Metern, ohne dass du jetzt letzte Rille fahren musst. Das ist ja auch so typisch Porsche. Er hatte also diese Rückstellung, ich sag mal Spannkraft in die Mittellage rein, die kommt aus dem Fahrwerk, die kommt aus der richtigen Portion Servounterstützung, die läppert sich zusammen aus ganz viel, was nur Porsche kann. Ich finde, die Lenkung ist sowieso eine der besten, die du überhaupt fahren kannst im Moment in Autos dieser Liga. Und das haben wir hier erwischt, das Ding. Super. Ja, er hat weniger Leistung, er hat weniger Drehmoment. Das in diesem direkten Umsteigen ist das ein Pfund, 74 PS zum BMW, das ist schon eine ganze Menge. Es ist aber auch trotzdem dieses Drehfreudige, was der hat. Es ist dieses, wie spricht der Lader an? Also er geht kantig ans Gas und dann relativ schnell, homogen, so ein Leistungsschub dazu. Das hört man, glaube ich, sogar raus, wenn ich Gas gebe. Das passt wunderbar zusammen und dadurch lässt er sich auch so schön balancieren, nenne ich das gerne. Also dieses Aufnehmen im Scheitelpunkt, wann gehe ich wieder drauf aufs Gas, das kann der in Perfektion. Das hat der mit viel Leistung gar nichts zu tun. Das kannst du 700 PS haben oder 200. Das macht der super. Der hat ja eine Launch Control, die auch hoch fest wird. Er geht jetzt in die Drehzahl, ich lasse ihn fliegen und dann geht er runter auf 5 und packt er gleich wieder an. Da habe ich Schalten vergessen vor lauter Aufregung, aber dieses Stabile in den Kupplung, in den Antrieb rein, das gehört für mich auch ins Getriebe. Und das macht er perfekt. Der geht hoch in diesem Sport-Plus-Modus, merkst du so einen kleinen Ruck, da gibt es so eine kleine Drehmomentspitze. Das ist ja auch ein sinnliches Schaltgefühl. Das ist alles im Paket, unabhängig von der Leistung, nur geil. Es gibt BMWs, da ist das noch schlimmer, dass du mehr ins Auto so reinmontiert bist. Das ist bei dem schon ganz gut, aber das Auto selber wirkt hochbeinig und mit ihm zusammen die Sitzposition. Wie meine ich, du musst jetzt hier die links so richtig eckig, damit er überhaupt rauskommt. Und dann kommt er mal quer, muss ein bisschen arbeiten. Aber das würde er nicht machen, nur wenn du jetzt einen Scheitelpunkt rauflatschst und auf Last gibst, dass er dann irgendwie eckig rauskommt. Du musst das schon wie so ein Depp provozieren. Das ist ja witzig denn für deine Instagram-Fotos, aber vom Fahrerischen ist das, muss man immer wieder halten. Ja, also ich bin
auch ein bisschen so ein Klangfetischist und das ist mir zu, er hat einen Ton, er ist laut, aber es ist nichts Flirrendes oder nichts Bollerndes, was oder so ein Pochen aus dem V8, das hat er natürlich alles nicht. Er hat dieses, hat man eben kurz gehört, so ein Meckern, wenn er in die Drehzahlbegrenzung geht, das ist auch alles hochsportlich, aber so ein voller, dicker Hubraum-Sound mit Hochdrehzahl, das gibt es in diesem Vierzylinder-Box und das ist der große Nachteil, aber der Rest ist Porsche durch und durch. Wenn ich die Kohle hätte, sofort, ich könnte mir sofort kaufen. Scheiß auf vier Sitze. Ach, das ist einfach so in Sportwagen Heck hingesetzt, was muss er können? Fein einlenken, super auf der Bremse, Ast reinlegen, so Grip haben, aus der Kurve rauskommen, so das kann der halt alles. Das hat nichts mit den PS-Zahlen zu tun. E Coupé X-Drive für Allradantrieb. Das ist im Moment die Spitze der Zweier, des Zweierglücks. Sechszylinder aufgeladen, Twin Turbo, was in dem Fall aber nicht zwei Turbos heißt, sondern Twin Scroll, ein Lader. Aber das macht natürlich richtig Dampf und Leistung. 374 PS. Ja, natürlich ist das ein Sportwagen, da steht M drauf, M240i, M stand meines Wissens mal für Motorsport und das soll ja auch immer noch so sein. Ja, es ist die Leistungsliga, es ist die Preisliga und das Auto speziell in dieser Konfiguration hat ja serienmäßig ein Sportdifferential drin, dieses Getriebe mit dieses 8-Gang-Getriebe mit der Launch-Control-Funktion. Die Bremsen sind eine Nummer größer, das bezahlt man allerdings extra. Also da sind viele Sachen eingebaut in den Wagen, die den natürlich auch für solche Verhältnisse vorbereiten, schnell machen. Und dann muss er das auch können und dann muss er sich auch gefallen lassen, in einem Sportwagenvergleich als Sportwagen bewertet zu werden. Das tun wir heute. Also was er richtig gut macht, ist sein Bär von Motor hier mit in die Waagschale zu schmeißen. Das Ding, es ist ein 3 Liter, ein 6 Zylinder. Der mag drehen, der mag mit diesem typischen Turbodampf angreifen, der hat richtig Leistung und ich merke das aus diesen engen Kurven raus. Dann schiebt er los, dann drückt er auf diesen Geraden hier, die wenigen, die das Kontidrom hier hat, schneller raus als der Porsche. Und der Motor ist eine Wucht, gibt es überhaupt kein Reden. Das macht ihn aus und natürlich auch einzigartig. Die Lenkung ist natürlich schon mal ganz anders von der Servounterstützung eingestellt. Ich fühle das raus, ich habe da sowas, ja, ich will nicht sagen wachsweich, aber schon so ein bisschen so weniger dieses Feinfühlige, weniger dieses Präzise. Es ist fast gleich direkt übersetzt wie der Porsche, aber so vom Gefühl ist das nicht. Dieses in die Mitte springen mag er nicht so gerne. Ja, und dazu kommt das Auto untersteuert dann doch mehr, als ich erwartet hätte. Und dieses erste Abrutschen ins Untersteuern, man hört es, ist eigentlich nicht so richtig rauszuspüren. Da ist das eigentlich die lineare, so ein Kraftgefühl ist gleich. Das ist irgendwie, ist nicht meins, ist aber eine ganz subjektive Einschätzung. Also im Auto selber fühle ich mich ganz gut aufgehoben, also so eingepackt und schon so ein bisschen racig. Ich sitze ein bisschen oberhalb der Straße und ich fahre das, was das Auto macht, der neigt sich nämlich dann doch ganz schön, weiß nicht, ob du das merkst, und dem fahre ich so mit. Das ist jetzt nicht so ein super ultimatives Sportwagengefühl, wie das im Porsche der Fall ist. Und das geht natürlich einher mit den Sitzen und mit der Sitzposition. Die Sitze selber sind klasse. Ich kann die noch so ein bisschen in der Enge verstellen. Also dieses, dass er so zupackt und trotzdem was Weiches, Gran Turismo-mäßiges hat, finde ich klasse. Ja, er müsste viel schneller sein und wenn wir uns die Werksdaten angucken, dann weist das erstmal darauf hin. Es ist natürlich ein riesen Leistungsunterschied, aber wir machen ja eigene Zahlen und unsere Werte sind schon mal dicht zusammen. Das ist tatsächlich, wenn wir da so einen Punkteschlüssel hinterpacken, eine Liga, das kann man so fast gleichsetzen, so ein Stammtisch. Aber eigentlich sind die Fahrleistungen fast identisch von 0 auf 100. Und dass er jetzt in der Rundenzeit so ein bisschen, oder anders, er hat ja hier Stärken, dieses schnell wieder Geschwindigkeit aufbauen auf die nächste Kurve zu, da holt er richtig was raus. Und dann kommt aber das, was der Porsche viel besser kann, dieses feinfühlige durch eine Kurve durchgehen, er liegt besser, liegt stabiler, lässt sich besser sozusagen zwischen driften oder zwischen ausbrechen und stabil halten, balancieren. Das ist in dem hier ein großer Kampf. Ja, ich will nicht sagen, ich bin enttäuscht, ich mag den gern, weil er über diesen Motor so lebt, aber für dieses Rundstreckengeballer
ist der so ein bisschen zu hart rangenommen und dann mag er nicht. Und er hat auch, haben wir an den Zeiten jetzt gesehen, ein super kleines Fenster, wo der Grip gut stimmt, dass er vorne noch genug aufbaut, dass du den nicht so in dieses Untersteuern schiebst und dass er hinten auch noch hat und nicht gleich immer so ausbricht, wenn die zu heiß sind oder zu kalt sind, ist gleich alles durcheinander geraten. Das spricht auch immer so ein bisschen gegen ein Auto, wenn er sozusagen in diesem schmalen Reifen-Optimum-Fenster unterwegs sein muss. Das kennt man so vom BMW ja nicht. Wir gucken uns das Ganze natürlich gerne von unten an, macht uns neugierig. Und hier sehen wir erstmal nicht so viel. Das ist aber Absicht, weil BMW bei dem Auto quasi den gesamten Unterboden verkleidet. Das ist so ein bisschen Teil des aerodynamischen Konzepts. Aber was wir sehen, ist zum Beispiel die Bremse. Der Wagen ist natürlich per se sehr mit M-Attributen bestückt, mit Optionen, die das Auto dann schon eingebaut hat. Dazu gehört aber nicht diese Bremse, das ist die sogenannte M-Sportbremse. Die gibt es nur in Verbindung mit diesem speziellen Rad, weil diese Scheibe etwas größer ist und er Platz braucht. Dann finde ich, kann man hier mal gut erkennen, wenn man hier mal reinlinst, das macht der Kameramann gleich mal, dann sieht man so ungefähr, wo der Block anfängt. Und das Motorzentrum ist ungefähr hier. Und das wiederum gibt so ein bisschen Rückschluss, warum dieses Auto letztendlich so viel mehr Wucht oder Masse auf die Vorderachse bringt. Wir haben ja ungefähr 300 Kilogramm mehr Radlast vorne als beim Porsche. Überhaupt ist das Auto schwerer. Und diese leichte, sag mal, Unwucht in der Balance, die macht das eben auch so anders zu fahren. Ich finde, das kann man, wenn man hier steht und ich mir vorstelle, hier ist ungefähr das Zentrum, hier ist die Ölwanne, dann hat man so eine Idee, warum dieser riesige Sechszylinder inklusive seiner Turboaufladung und allen Aggregaten so ein schweres Biest ist und dann natürlich diese Gewichtsverhältnisse hervorbringt. Dann gehen wir mal nach hinten durch. Zu diesen M-Geschichten, die ab Serie sind, ist zum Beispiel die Lenkung mit einer variablen Übersetzung. Das ist jetzt nichts Neues. Und unter anderem auch dieses Sportdifferential. Das ist erstmal ein normales Differential. Es ist aber geregelt in der Antriebsmomentverteilung. Hier kann man so einen kleinen Stellmotor sehen. Diese elektrische Betätigung sorgt dafür, dass hier so kleine so Reibscheibenpakete, wie eine Motorradkupplung sieht das aus, läuft im Öl und die drücken sich entweder ran oder nicht und können sozusagen diese Momente verteilen. Wenn du zum Beispiel in die Kurve fährst und das innere Rad entlastet, dann kann er nach außen gehen und dann drückt er sich rein. Das funktioniert auf der Strecke super, geht auch schnell und ist quasi alles in diesem Diff verbaut und das ist in dem Falle ab Werk. Ansonsten sehen wir auch typisch diese Klappensteuerung. Hier macht die auf und zu, das ist auch nichts Neues. Also das Auto hat über seinen Sechszylinder natürlich schon eine technische Besonderheit und der Rest ist eigentlich bis auch natürlich auf die Verkleidung konventionell. Die Bremsen, das können wir noch mal von außen zeigen, sind erstaunlicherweise nicht gelocht. Das sind glatte Scheiben, innen belüftet. Die sind groß, aber sie haben eben die verzichten auf diese Lochung. BMW sagt, die Wärmeabfuhr funktioniert auch so gut, das reicht. Und in unseren Bremsversuchen hat sich herausgestellt, die Wirkung ist gut. Er ist minimal hinter dem Porsche hinterher. Man kann natürlich sagen, in der Sportwagenwelt ist das schon eine gehörige Portion. Aber von der Wärmeableitung und von der Hitzestabilität, überhaupt in der Belastbarkeit, jetzt bei diesem Rundstreckenfahren, waren die völlig in Ordnung. Wenn ich hier entlang gucke, dann ist das eigentlich völlig unspektakulär. Da macht aber auch nichts. Wir wollen vorne auch gar nicht viel sagen und zeigen. Wir haben natürlich die sehr gut wirkenden, funktionierenden und vom Druckpunkt feinen Bremsen. In dem Falle mit Lochung, mit kleineren Scheiben. Und die Lenkung, man sieht es nicht, ist eine Zahnsteinlenkung mit variabler Übersetzung ebenfalls wie bei BMW. Und variabel bedeutet, dass das Übersetzungsverhältnis ab Mitte bis weiter draußen sich verändert, ungefähr von 15 zu 1 zu 12, irgendwas zu 1. Also man hat schon so ein gutes Gefühl aus der hohen Geschwindigkeit, gerade heraus bis in die Kurven. Und der Rest spielt sich beim Cayman typischerweise mittig bis hinten ab. Das Doppelkupplungsgetriebe, das hatte ich ja schon beim Fahren gesagt, das arbeitet sauberst. Es sitzt da hinten so ein bisschen angeflanscht, alles Thema Gewichtsverteilung und dann ist ungefähr, wenn man sich vorstellt, hier der Block. Das ist also auch ganz klar so ein Mix aus Heckmittelmotor. Man sieht an dem Katalysator, der läuft hier lang, hier ist der Motor zu Ende, der Turbolader sitzt auch relativ weit vorne, nicht wie man vermuten könnte, oben drauf. Und ansonsten ist das Auto, wie man sieht, super stramm geführt. Es ist alles Mehrlenkerbauweise, Aluminium, Leichtbau ist das Thema Steifigkeit und damit diese direkte Fahrbarkeit. Das sind so die Sachen, die stehen bei Porsche per se ganz oben im Lastenheft und man sieht das einfach an dem Fahrwerk. Das ganze Auto ist steif gebaut, ist stramm geführt und so will man es haben. Und so fühlt sich das Auto ja am Ende auch an.
Ja, die Sonne ist fast weg, die Motoren sind fast kalt und ich bin fast hungrig. Das ist schwierig, aber es nützt nichts. Wir haben heute mal richtig Gas gegeben und auf der berühmten letzten Rille getestet, was können diese beiden auf so einer Rundstrecke. Da haben wir einmal diese Zeit und wir haben diese Zeit und das sagt schon was aus, aber es ist nicht alles. Wir packen das ja alles in ein großes Testprozedere. Da ermitteln wir die Bremswege selbst, da gucken wir, was 0 auf 100 geht, 0 auf 200, packen das alles zusammen. Und normalerweise, wenn wir das in eine große Autobildwertung machen würden, dann würde der BMW gewinnen, weil der natürlich auch komfortabel kann und Laufkultur hat und eigentlich ein Gesamtpaket ein geiles Auto ist. Aber wir haben diese sogenannte Sportwertung, da gucken wir halt nur oder vorrangig auf letzte Rille, auf Zehntelsekunden auf der Stoppuhr. Und dann haben wir den hier und das ist dann der klare Sieger.